Hallo, zurück zu einer neuen Folge Batman Arkham Asylum. Ja, wir sind immer noch nicht weiter seit gestern. Ja. Ich bin mal gespannt. Seid ihr fertig? Habt ihr den Sprengstoff? Ja, sie haben den Sprengstoff platziert, damit wir auch nicht zu lange da oben bleiben können. So würde ich das jetzt einfach mal sagen. So. So, jetzt erstmal einen Überblick verschafft. Hier ist einer. Der ist aber eigentlich außerhalb von den anderen. Ja, wieso? Was glaubst du, was passieren wird? Ich hoffe einfach nur, er kommt nicht. Das ist alles. Ich will keinen Ärger mehr. Joker ist fast fertig und dann können wir runter von dieser Freak-Insel. Glaube ich. Wieso können wir denn jetzt keinen Gleitkick machen? Batman kommt wahrscheinlich jetzt. Gar nicht allein. Er muss größere Pflanzen. Ah, okay. Mann, wenn Batman bei Verstand ist, mach's zum. Mist. Wenn die Fledermaus versucht, die Wasserspeier zu benutzen, Rums. Ja, das mit dem Rums haben wir schon gemerkt. Mist. So, dann schleiche ich mich mal hinter ihn. Ja, das möge nach euren Vorstellungen so sein. Aber ich glaube, da haben wir etwas gegen. So, einmal ausgenutzt. Ihr wisst, dass Blackgate bisher für etwas stand. Etwas Böses und Gemeines. So. Mal sehen, verrückte Pflanzen sind da. Ausgeflippte Monster vorhanden. Was kommt jetzt? Ich bin sicher, es waren mal wir von euch da unten. Du hast Joker gehört. Joker hat recht, ich hab jemanden gefunden. Was ist passiert? Solange von hier keiner kommt, haben wir gute Karten. Die laufen jetzt alle da unten hin. Dort oben haben wir noch einen. Hat einer einen Plan? Wir müssen ihn finden oder wir sind die nächsten Hörtier. Batman, kannst du mich hören? Ja, ich werde mich noch früh genug euch zeigen. Scheiße, Alter, spring doch nicht rauf hier. Ach. Alter. Ja, das hat jetzt einwandfrei funktioniert. Super. Ach man, Batman, warum krabbelt der denn jetzt? Ich liebe das. Warum ist denn der direkt nach oben gestolpert, der alte Flederkrattig? Ja, ja, du mich auch, Joker. Ich wollte eigentlich nur gucken und mich schon mal an die Leiter begeben. Und Batman läuft von ganz alleine schon nach oben. Ja, ich bin gut dabei. Ich bin voller positiver Energie und so, ne? Und erneut sehen wir ja nicht zum ersten Mal. Ja, 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 die sind fertig. Joker ist ja gut. Und jetzt kicke ich das Ding raus. Joker will dieses Gebäude Fledermaus frei. Wir haben die Tür versiegelt. Es geht wieder rein. Ja, ja, noch raus, noch rein. So soll es sein. So schick und fein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie sollen wir das hier bloß schaffen? Ja, wieso? Was glaubst du, was passiert? Keine Ahnung, was passieren wird. Joker macht Ärger. Batman kommt. Ich bin eine Glatzkopf und hab Muskeln wie Oberarme. Wer weiß. Aber auch Batman ist ja von einer ordentlichen Statur. Hat die Pflanzenlady nicht gute Arbeit dabei geleistet, hier alles wieder zu neuer Blüte zu bringen? Mann, wenn Batman bei Verstand ist, ist er schon lang von der Insel runter. Wenn die Fledermaus versucht, die Wasserspeier zu benutzen... Ja, was dann? Vielleicht sollten wir den Fledermaus-Freak hier einschließen, das geschehe ihm recht. Vielleicht willst du mal durchzählen, ob alle da sind. Sind nur alle da? Du hast Joker gehört.
So, kann man doch jetzt mal mitmachen. So, da oben haben wir noch einen. Ich muss gerade nämlich etwas gucken, wo die stehen. Da sind drei. Da ist einer und der steht allein. Das sollte doch hinhauen. Okay, das war jetzt nicht gut. Aber unser Glück ist, dass wir nicht entdeckt worden sind. Ja, da liegt er. Genau wie eure Hoffnungen. Was ist mit dir passiert? Was ist hier los? Ihr müsst ihn finden oder wir sind die Nächsten, hört ihr? Ja, ihr seid die Nächsten. Nur zwei Zweiergruppen sind jetzt schwer aufzulösen. Ja, geh du nur. Ich habe euch gesagt, dass ihr die Fledermaus stoppen sollt. Das ist wichtig! Sie ist gefährlich! Sie ruiniert sonst alles! Ja, Batman ist hier. Und du jetzt nicht mehr. So, mal hiervon dann machen. Nicht nur ein. Joker, was soll das? Warum so bescheiden? Ich hab nicht nur einen von euch kalt gemacht. Naja, zwar auch nicht zum ersten Mal, aber das interessiert keinen. Aber ihn interessiert das scheinbar. Na komm, dreh um. Dreh um. Dreh um. Dreh um. Dreh um. Nein, das ist ein falsches Umdrehen. Mist. Kommen wir da lang? Nein. Mist. Ah, naja, so kann ich es auch akzeptieren. So. Jetzt geht's weiter. Das Gebäude gehört uns, hat Joker gesagt. Vier zu eins, eine gute Tendenz. Wir haben Bomben auf den Wasserspeiern deponiert und sind bis an die Zähne bewaffnet. Wieso habe ich ein so schlechtes Gefühl? Tja, ich könnte da so ein Beispiel nennen, aber das spare ich mir jetzt einfach mal. Warte, ich gebe dir Deckung. Genau, der da unten ist mir ein bisschen zu alleine jetzt. Kommt man da auch hin? Scheinbar nicht. Sorry, wenn es ein bisschen länger dauert, aber es ist gerade ein bisschen, naja, eine schlechte Ausgangslage für mich für einen Start in dieses weitere Let's Play. Nein, können wir noch nicht. Versuch ruhig zu bleiben. Versuch es, aber du wirst es nicht bleiben. Ja, das ist eine gute Lage. Eine sehr gute Lage. Ja.
Trick machen wir uns wieder vom Acker. Tschüssi. Okay, ich klinge jetzt wahrscheinlich etwas eher wie ein Bösewicht, aber das ist... Ja, Joker, schrei nicht so, du bist laut. So. Na komm. Jetzt gehen die gemeinsam dahin oder einzeln? Einzeln. Sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Dann ist der da unten unsicher. Naja, oder der da oben. Hm, für welchen werde ich mich wohl entscheiden? Es kommt ein bisschen darauf an, in welche Richtung er gehen wird. In diese hier. Okay. Allzu viel bewegen tun sie sich ja jetzt nicht, aber okay. Das stört nicht. Das stört nicht. Ich habe euch gesagt, dass ihr die Fledermaus stoppen sollt. Das ist wichtig. Sie ist gefährlich. Sie ruiniert fast alles. So, und jetzt sprinten. Ja, und klettern. Mist. Der ist der Einzige, der hier rumläuft. Das gefällt mir nicht. Der ist ja harmlos. Der da vorne nicht, weil hinter ihm ein Zaun ist und ich den deswegen nicht kalt erledigen kann. Oder beziehungsweise lautlos. Na komm her, Freundchen. Komm her. Ich warte auf dich. Nicht, dass das unglaublich das Let's Play in die Länge ziehen würde. Nein. Absolut nicht. Und dieses Quäntchen von Ironie, welches hier in meinem Satz steckte, könnte darauf hindeuten, dass, naja, er kommt zu uns. Ja. Saubere Sache. Dann gehen wir hier mal runter. So. Mal gucken. Dann laufen wir hier unten rum. Und dann gehen wir die Leiter hier rauf. So. So, dann waren es nur noch zwei. Mal gucken, wer jetzt gucken kommt. Na, wer kommt denn von euch beiden gucken? Huhu. Hallo. Ich komm immer durch ein Abteil. Tja, Joker, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Merkwürdig, jetzt kommt keiner von denen. Okay. Dann gucke ich mal, ob wir den nicht kriegen können da unten. Was? Wieso geht denn der jetzt? Okay. So, jetzt kommt der Moment. Nein, Batman, was machst du denn da? Alter, was ist denn das jetzt? Warum spricht er denn jetzt hier über den Zaun? Alter. So. Nein. So, nein. So. Nochmal aus, zack. So. Zweite Stufe. So, geschafft. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Weil ich leider nicht weiß, von wo die kommen. Keine Sorge, Jungs. Ihr könnt es schaffen. Ihr habt keine Chance. Ja, er hat keine und sieht gerade nicht, wo er langläuft. Er sieht gerade nicht, wo er langläuft. Tja, das ist auch nicht schlimm. Na? Wir machen uns einfach vom Dannen. So. Hier können wir wieder den normalen Blick an den Tag legen. Meine Herren.
jemand das Spiel letzte Nacht gesehen? Was? Was für ein Spiel? Oh oh. Oh mein Gott. Was ist das? Mr. J, klassischer Fall von größenwahnsinnigem Märtyrertum. Kuckuck. Was ist denn jetzt los? Nicht, dass mich das stören würde, aber hey. Bei Fragen besuchen Sie uns auf www. Ich glaube, ich werde verrückt und ziehe mich wie eine Fledermaus an.com /idiot. Wer war das denn? War das die kleine Puppe? Ihr müsst mir zuhören! Das ist ein Irrtum! Ich hab's nicht getan! Hey Süßer, du verpasst noch die Party! Bitte, du kannst uns gehen lassen! Wir werden nicht versuchen zu fliehen! Halt's Maul, du dummer alter Mann! Haltet die Klappe! Batman! Schneidet mich los! Was ist hier los? Ich sehe mir nur deinen Gefangenen an, Liebling. Hauptsache, es geht schnell. Er sieht nicht sehr gut aus. Nein, nicht gerade. Er sollte uns leid tun. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Hülle. Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Oh, super! Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Lasst die Party beginnen! Mit einem Knall! Weiche den Schuss vom Joker im Mittelstick aus. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir das machen mussten. Ja, das werden wir auch in der heutigen Folge leider nicht machen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Und dann erfahren wir mehr, was das für eine merkwürdige Welt dort ist. Aber bis dato, bleibt am Ball und tschüssi. Was es wohl war.